Seid ihr? Seid ihr auch wieder da? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play Silent Hill 3. Ja, das Spiel ist heute angekommen. Wie ihr wisst, ist das eins meiner neuen Projekte. Und ich muss jetzt hier zwischen den Optionen hin und her switchen, weil sonst fängt das Intro an. Und wenn ich das laufen lasse, dann macht mir YouTube einen Strich durch die Rechnung. Aber ich werde versuchen, das irgendwo noch in meine Playlist zu packen, dass ihr das auch nochmal ansehen könnt. Ja, vorerst, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Es ist von Konami entwickelt worden, ist 2003 erschienen bei uns und es müsste die Uncut-Version sein, die ich spiele. Ich hoffe es zumindest. Ich spiele es auf dem PC. Ja, und ich werde jetzt erstmal, bevor ich überhaupt anfange zu spielen, mit allem hier anfangen. Nase frei, Objekte hoch, bla 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 bla. Das scheint alles zu stimmen. Okay. Ich freue mich schon total auf das Spiel. Obwohl ich auch ganz ehrlich ein bisschen Angst davor habe, weil ich habe zwar schon diverse Let's Plays gesehen dazu, aber wenn man es selber spielt, ist es ja immer was anderes. Als wenn man da nur zuguckt. Und warum ich das Spiel spiele, ausgerechnet den dritten Teil, weil ich es einfach von der Story her sehr schön finde und vom Gameplay auch. Und ja, es ist halt einfach mein Lieblingsteil aus der Reihe. Jetzt muss ich noch gucken, ob hier alles vernünftig eingestellt ist und dann können wir auch schon loslegen. Ich stelle es übrigens auf umgekehrt ein, weil wenn ich dann die Richtungstasten drücke, dann rennt sie sofort. Ansonsten, wenn man es auf normal hat, muss man dafür extra eine Taste drücken. Und ich lasse es dann lieber so. Gesundheitsanzeige ein. Moment. Anzeigemodus scharf. Dass ihr auch was erkennt. Steuerungstyp 2D. Wenn ihr das auf 3D stehen habt, dann könnt ihr mit der Kamera steuern. Also mit der Maus die Kamera steuern. Was bei 2D nicht geht. Ich hab's lieber so. Weil wenn sie mir die ganze Zeit da hin und her rennt, dann werden wir alle seekrank. Deswegen lasse ich das jetzt lieber. Jetzt müsste alles eingestellt sein. Hier kann man übrigens die Blutfarbe ändern. Auf grün und violett. Ich lasse es aber auf... Und schwarz geht auch. Ich lasse es aber auf normal. Störeffekte ein. Karte verkleinern. Ja. Ich glaube, das war's dann auch. Untertitel Einsprache Deutsch. Ja. Tastenbelegung gucke ich nochmal eben durch, ob alles so ist. Ja, das ist alles so, wie es soll. Rennen ist bei mir in dem Fall gehen ist auf Q. Das ist gut so. Okay. Okay. Fehler beim Speichern der Systemdaten. Das wird da jetzt öfter stehen, aber ich weiß nicht, warum es da steht. Jedenfalls speichert es. Hauptsache es speichert, dann ist alles okay. So, neues Spiel. Action Level auf einfach, weil ich bei einer Let's Playerin gesehen habe, dass die Monster auf normal schon relativ knackig sein sollen. Und da es mein erstes Mal ist, dass ich dieses Spiel spiele, werde ich es dann doch lieber auf einfach spielen und den Rätsellevel auf normal. Und Cutscene. So,
Ich sehe aber gerade, dass ich doch noch was einstellen muss, bevor wir anfangen. Folgendes, weil es ziemlich verschwommen ist, werde ich... Anzeigemodus ist auf scharf, normal. Störeffekte ein, bla 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 bla. Umgekehrt, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Störeffekte aus, würde ich mal kurz machen. Das passt alles so, ja. Probieren wir es kurz. Ja, Systemspeicher, bla. Ich glaube, das müsste jetzt so gehen, oder? Ja. Gut, dann fangen wir an. Souvenir. Souvenir Avenue. Nein, ich habe das Gefühl, wir sollten jetzt noch nicht reingehen. Gucken uns erstmal ein bisschen um. Sie wird im nächsten Part, also im nächsten Abschnitt, wird sie schneller laufen. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Das hatte ich bei meinen Testaufnahmen auch. Da scheint es nicht rauszugehen, deswegen gucken wir mal, was das hier ist. Wir gucken, was das hier ist, Heather. Eine Hasenpuppe. Nein, das ist ein Kostüm. Ist da jemand drin? Es sieht so aus, aber ich habe keine Lust, es herauszufinden. Okay. Was ist das? Und was ist das? Etwas Seltsames in einem käfigartigen Ding. Ein Mensch? Nicht ganz. Ich starre es besser nicht zu lange an, was auch immer es ist. Ich würde mir schon gerne wissen, was das ist. Ich würde da jetzt eiskalt reingucken. Gut, dann gehen wir weiter. Da ist noch so ein Käfigding. Gucken wir auch mal rein. Was zum... Naja, da sagt sie nicht mehr zu. Aber ich habe deine Karte gesehen. Da werde ich auch mal eben gucken. Ein riesiges Schild mit Karte. Nördlich von hier. Das heißt, wenn ich weiter in Blickrichtung gehe, finde ich die Achterbahn. Ist das ein Vergnügungspark? Oh, Heather, nicht dein Ernst, oder? Moment. Da oben. Da oben. Moment, wenn man das von weiter hinten sieht. Da steht Lakeside Amusement Park. Da hat mir gerade eine Katze gesehen und die fragt, ob das ein Vergnügungspark ist. Ja. Gehen wir mal weiter. Da wird auch jetzt gleich schon der erste Gegner sein, den ignorieren wir immer mal. Geh weg. Lass mich. Ich gehe jetzt weiter, weil ich habe keine Lust, meine Gesundheit zu verplempern. Diese Geräusche im Hintergrund, die sind krank. Da kommt gleich der nächste Gegner, den wir aber auch gezielt ignorieren. Dieses fette Viech. Tschüss! Boah, ist hier laut! Da wimmert immer die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Es hört sich an wie so ein kleines Kind oder eine Frau. Das ist ja typisch. Was ist das denn? Wir gehen einfach weiter. Das ist nicht. Das ist nicht. Sie werden nur langsam verrückt. Einfach weitergehen, Heather Liebchen. Einfach weitergehen. Alles nur ein Traum. Hoffe ich zumindest. Okay. Hier ist es gleich wesentlich ruhiger. Das gefällt mir doch schon mehr. Oh, Alter. Strapaziert meine Nerven nicht. Ich krieg Angst. Ehrlich, Leute, ich bekomme Angst. Aber ich bin ein großes Mädchen. Ich schaff das. Wenn sie nicht so in Zeitlupe laufen würde, wäre ich ihr wesentlich dankbarer. Oh, Katzin. Ups.
Gott sei Dank, es war alles nur ein Traum. Gott sei Dank. Aber schon das Kaffee? What a nightmare. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Ja, da sind wir wieder in einer Kaufhaustoilette, wie mir scheint. Und Toiletten in Silent Hill sind ja wirklich meine Freunde. Man höre die Ironie. Okay, da will sie nichts zu sagen, aber da ist ein Speicherpunkt. Ja, da. Stell dich da vor, guck es an. Mädchen. Ups. Woher kenne ich das nur? Wo habe ich das nur schon mal gesehen? Und warum tut mir der Kopf so weh, wenn ich mich zu erinnern versuche? Ja, das... Ja, hier seht ihr, ich habe schon eine Testaufnahme gemacht, aber nach wie vor ist das Spiel blind. Und ich habe auch nicht weit gespielt. Nur bis zu dem ersten, nächsten Speicherpunkt und das ist echt nicht weit. Ja, dann überschreiben wir jetzt hier. Und das war auch der erste Part für heute. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und freut euch schon genauso wie ich darauf weiterzuspielen. Ja, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!